müssen. So ganz offiziell im Namen der Marke Elternbildung zu unserem dritten Webinar, diesmal mit einer Referentin vom katholischen Bildungswerk Wien, die sich dann selber vorstellen wird, und natürlich auch herzlich willkommen an unsere Moderatorin, die ihr schon alle kennt, die Katze. Und ich übergebe dir gleich das Wort. Ja, danke. Kommen beim letzten Mal in diesem Jahr, Babsi Hirner, seit Mai Babsi Hirner, Sonder- und Heilpädagogin, Hortpädagogin, ja, und eben ausgebildete Elternbildnerin und nach eigenen Angaben eine ausgezeichnete Spielpartnerin für Groß und Klein. Würde ich sagen, starten wir unser Programm. Wir haben als erstes eine Frage an euch. Mal gesehen. Genau. Da würden wir einfach gerne wissen, wie es da ausschaut. Hat sich keiner nach den anderen gerichtet. Und die allermeisten haben gespielt. Genau. Geheimabstimmung, ja. Die allermeisten haben gespielt heute. Für die, die noch nicht gespielt haben, wir kommen dann später vielleicht noch dazu, dass wir gemeinsam spielen. Ändern mal den Screen. Ja, jetzt bist du am Wort, du darfst ein bisschen freigeben. Genau. Habe ich es geschafft? Ja, du hast es geschafft. Und wir sehen dich immer noch, nur siehst du uns nicht. Ah ja. Präsentation ist da, ja. Es kann sich übrigens jeder vergrößern ein bisschen, ja. Also dann müsste bei fast allen Computereinstellungen die Möglichkeit geben, das zu vergrößern, wenn sie wenn jemandem zu klein ist. Darfst du. Danke. Ich habe mich im Vorfeld ganz intensiv mit dem Thema Spielen und Spiel beschäftigt, vor allem weil ich auch in der Arbeit sehr viel damit zu tun habe und bin davon ausgegangen, wie wir das Spiel sehen. Und dann habe ich ganz schnell Ruder umgerissen und habe mal geschaut, wie die Kinder das Spiel erleben und warum sie spielen und was sie erfahren möchten, wenn sie etwas Bestimmtes tun. Und das erfahren wir Erwachsene, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen und ein bisschen beobachten, dann entdecken wir vielleicht das Spiel aus der Sicht des Kindes. Die Fotos, die wir hier sehen, das ist dankbarerweise von meiner Schwester. Sie ist meine Nichte und mein Neffe. Hat sie mir zur Verfügung gestellt, weil mein Kind gerade noch in meinem Bauch heranwächst. Da könnte ich nur schwarz-weiße Ultraschallfotos reingeben. Spielt wahrscheinlich auch schon, aber ist wahrscheinlich interessant und nicht so aufschlussreich. Also, ich spiele, um mehr zu erfahren über. Von ganz klein an spielen Kinder. Kinder spielen, damit sie mehr erfahren über die Mama und den Papa. Ihr Baby streckt am Anfang die Hand aus, will in der kommenden Zeit zwischen dem Schlafen und dem Wachsein beginnen mit ihm zu spielen und sie bereiten ihm damit die allergrößte Freude, wenn sie aktiv in Kontakt sind. Ihr Baby möchte sie kennenlernen und vor allem deswegen, weil sie die Menschen sind, zu denen es am meisten Vertrauen hat. Und in der Zeit braucht es dann auch eine gute Abwechslung zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Spiel und Ruhe. Denn das Baby, und das wissen wir alle, ist von Natur aus sehr neugierig. Und das ist gut so, denn jeden Tag wird die Umgebung ein Stück bewusster und so werden ganz viele neue Erfahrungen gemacht. Und in den Erstrücken können sie vorsingen, mit ihm sprechen, lustige Grimassen schneiden. Und auch wenn es anfangs einseitig ist, bitte hören Sie nicht damit auf. Das ist das Allerwichtigste, dass Sie den Kindern die Reize, das ist wie das in der Nahrung für das Gehirn, geben, damit die Kinder sich weiterentwickeln können. Weil in der ersten Zeit erlernen sie von Mama und Papa ganz viel. Man sagt auch, sie lesen im Licht von Papa. Und den Ausdruck finde ich besonders schön. Wenn es Fragen gibt, Katja, unterbrichst du mich. Ich habe im Chat noch nichts. Gut, das ist gut, dann ist es klar. Ist klar. Da sieht man drei Fotos von meinen Neffen. Und genau in dieser Phase
Es ist wichtig, dass man für die Kinder da ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man babbelt und spielt. Und auch das Spielmaterial sollte ganz, ganz leicht zum Reinigen sein, damit die Kinder genau in der Phase nehmen sie auch viel in den Mund. Und man kann dann auch wirklich, je älter sie werden, dann weg mit dem Spielmaterial umgehen. Wenn es jetzt nicht gleich kaputt wird, ist man dann auch selber nicht so verärgert. Und vor allem ist es ungefährlich fürs Kind. In der nächsten Zeit spielen Kinder, damit sie mehr erfahren über den eigenen Körper. So wie sie jetzt vor dem Computer sitzen oder vor dem Handy sitzen, können sie aufstehen, durchs Zimmer gehen, sie können schnipsen, sie können bewusst lachen oder auf den Sessel steigen. Da beginnt die Phase des Sensibelwerdens. Da beginnt die Phase des Mitfühlens und auch hier im Spiel kann man ganz viel in diese Richtung decken und vor allem, wenn man ein anderes Kind hochnimmt, also das muss jetzt nicht ein ganz junges Kind sein, das können auch ältere Kinder sein und ein Kind, eine Mutter beschäftigt sich mit einem anderen Kind sehr intensiv, dann kann es durchaus vorkommen, dass Kinder eifersüchtig sind und sie wollen, dass die Aufmerksamkeit wieder bei ihnen ist. Und da ist es ganz wichtig, dass sie schauen, dass sie ihr Kind in der großen Welt der Gefühle nicht alleine lassen. Oft werde ich gefragt, ob man die Gefühle den Kindern mitteilen kann oder zeigen soll. Ich glaube, dass jeder Experte für sein Kind ist und weiß, wie viel das eigene Kind gut verträgt. Und im Spiel kann man das am besten üben. Ganz oft kann man Handpuppen verwenden oder Schleichtiere verwenden. Und wenn das Krokodil, mit dem man gerade spielt, dann gerade zornig ist oder grantig ist, ist es auch im Spiel Zeit, eine Lösung zu finden. Und diese Gefühlswelt kann man da gut ausdrücken und kennenlernen. Die drei Bilder zeigen ganz gut, wie viel Freude Kinder haben. Ich habe ganz fieberhaft nach Bildern gesucht, wo jetzt vielleicht ein grantiges Gesicht ist, aber ich habe leider keines gefunden, weil das fotografiert man selten. Du hast gesagt, hätte ich beigesteuert. Heute schon immer, täglich von 7 bis 8. Ich habe dich jetzt ganz schlecht gehört. Ah, entschuldige. Nein, hättest nur sagen müssen, ich hätte eins geben können. Ich habe welche. Wunderbar. Ich habe wirklich so, vielleicht hat meine Schwester auch gefiltert, ich weiß nicht. Genau. Ich finde, das sieht man ganz besonders gerade in der Natur, wie viel Erlebnisse den Kindern Freude machen und wie viele positive Gefühle und wie viele positive Erinnerungen da entstehen können. Und unten ist meine Nichte im Schnee, wie sie gerade nach dem Bobfahren herumgekugelt ist. Und ich finde, man spürt so richtig, wie sie sich freut, wie frei sie ist. Und das ist aufgrund des Spiels davor, kann man das Bild genauso, wie es da ist, erkennen, indem man sagt, die Gefühlswelt und vor allem gerade auch die negativen, ich habe jetzt leider kein Beispiel, ein Fotobeispiel, aber gerade auch bei den negativen Gefühlen kann man dann wirklich ganz viel besprechen oder je jünger die Kinder sind, auch wirklich darauf eingehen und die Nähe geben, die das Kind jetzt gerade braucht. Es kommt gerade die Das finde ich. Frage, Entschuldige, es kommt nur gerade die Frage, die passt nämlich, wie begleite ich das dann in Praxis? Das passt zu den Gefühlen, du hast das jetzt, glaube ich, eh gerade angerissen. Das ist ja dann schon ein Teil der Antwort, was du gerade gesagt hast. Genau. Und wichtig, also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, dass sie lernen, dass wir Erwachsene auch Gefühle haben. In einer kleinen Dosis. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, wenn man jedes Mal bei jedem Wutanbruch, Ausbruch in Tränen aufgeht und das mit allen Mitteln zeigt, wie es einem gerade geht. Aber ich glaube schon, gerade so ab dem Kindergartenalter, ich erlebe das auch täglich in der Arbeit, von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich vom Alter und vom Entwicklungsstand, aber es gibt die Möglichkeit, dass man da wirklich mit den Kindern darüber spricht, was einem gerade selbst bewegt, wie es einem gerade selber geht. Und es gibt auch sehr viele Bücher, die das Thema Gefühle behandeln. Momentan der Renner im Kindergarten bei uns ist wieder mal Mensch, ärgere dich nicht. Und das macht so viel Spaß. Und die Kinder tun nichts liebend gerne, also
habe sie einfach jedes, alle spielen gegen mich, ja. Und jeder schaut, dass die Basis einfach rauskommt. Und ich muss mich wirklich sehr beherrschen, dass ich wirklich Kontinenz bewahre und da ganz ruhig weiterspiele. Aber ich sage auch schon, wenn ich mich ärgere. Und wichtig ist, dass man diese Gefühlswelt auch mit der Spielwelt verbindet. Und so wie man das mit den Handpuppen machen kann, mit den Schleichtieren machen kann, ganz viele diese auf diese Gefühlsebene geht über Puppen, geht über Kuscheltiere, da kann man sehr viel einbauen. Also über Rollenspielen sozusagen, oder? Dass man auch in andere Rollen Rollenspiele, schlüpft und das dann. auch über Symbolspiele, wenn man das jetzt Ja. verwendet, oder wenn man dann in Regelspiele eintaucht. Weil gerade wenn man dann in Regelspiele eintaucht, dann kommt der Ehrgeiz dazu und dann packt einen der Mut oder man wird dann zornig, weil man nicht gewonnen hat. Je offener man mit dem Thema umgeht, also ich würde jetzt gerade in dem Fall sagen, dass man dass man die Kinder nicht immer gewinnen soll, weil die Kinder wollen auch einen Anspruch haben. Die spüren dann schon, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob das so gedeichselt ist, dass das Kind dann gewinnt. Und ich finde es wichtig, gerade so Richtung Schule hingehen, so 4, 5, 6, dass die Kinder dann lernen, dass es einmal gewinnt der, einmal gewinnt der. Und wenn ein Kind ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema hat, kann man ja kooperative Spiele anbieten. Kooperative Spiele sind Spiele, wo die Kinder, die das Spiel spielen oder das Team, das das Spiel spielt, gemeinsam gegen etwas spielen. Obstgarten zum Beispiel ist es. Da ist ein Brettspiel und alle Teilnehmer das Obst von den Bäumen herunter zu ernten, bevor der Rabe kommt und das Obst stiehlt. Somit gibt es entweder das Team der Kinder als Gewinner oder der Rabe. Und ich empfehle, wenn sich Kinder da wirklich sehr, sehr schwer tun, dass sie dann verlieren oder dass sie da wirklich ganz tief traurig sind, dann würde das auch nicht ewig herausfordern, sondern vielleicht eher in Richtung kurative Spiele gehen. Weil das sehr gut tut und die in dem Zusammenhang dann miteinander verlieren oder miteinander gewinnen. Schnapptubi gibt es da für die größeren, gell? Schnapptubi, kennst du das? Schnapp-Tobi. Und man kann im Prinzip, also ich mache es dann ganz oft so, man kann im Prinzip fast jedes Spiel so umwandeln, dass es ein kooperatives Spiel wird. Man kann ja gemeinsam, man kann Teams bilden. Man kann bei jedem Spiel im Prinzip, egal ob man jetzt Memory spielt oder ob man Domino spielt, wenn ein Kind sich das hilft, es schon, wenn man zu zweit spielt. Dann kann man diese Gefühlsebene ein bisschen aufbauen und kann ein bisschen aufbrechen, indem man gemeinsam als Team antritt. Und das tut auch gut. Auch bei den Mannschaftsspielarten ist ja das so ein bisschen das Thema. Frage somit beantwortet. Ja, es kam zumindest im Chat nicht noch weiter. Also das war jetzt, glaube ich, eh recht ausführlich. Dass man jedes Spiel zu Teamspielen machen kann, finde ich besonders spannend, wenn man primär dran denkt, ne? Aber es ist natürlich wichtig. Alle gegen Babsi, bei Mensch ärgere dich nicht, ne? Kooperatives Mensch ärgere dich nicht. Sagen, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann lassen mich auch die Kinder gewinnen. Also die auch ohne das jetzt großartig zu besprechen, stehe dann schon so, dass dann einfach mich nicht rausschmeißen, sondern die Babsi mal ins Ziel kommen lassen. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und da, glaube ich, haben wir schon sehr viele Bonuspunkte in der Gefühlswelt miteinander gesammelt. Ja, ältere Kinder vor allem spielen auch, dass sie mehr darüber erfahren, über logische Zusammenhänge. So wie wir da jetzt sind, wir wissen, dass es einfach ist, wenn man einen leichten Gegenstand auf einen schweren stellt. Oder dass das Wasser nach unten läuft. Oder wir wissen, dass Blau und Gelb Grün ergibt. Die Kinder wissen das nicht von Natur aus, sondern sie müssen genau auf jedes einzelne Rätsel der Natur draufkommen.
Ganz oft bemerkt man das, wenn die Kinder dann so diese Aha-Erlebnisse haben. Kinder bauen am Anfang, die Kinder stecken am Anfang, die Kinder legen einen Turm nebeneinander hin, dann fangen sie an, den Turm aufeinander zu stapeln. Und da wird noch nicht darauf geachtet, ob der Turm jetzt stabil ist. Und je älter die Kinder werden, desto differenzierter wird das Material und desto interessanter wird auch der Zusammenhang, dass ich schaue, dass das Fundament besteht und Spitze dann bis nach oben gelangt. Und so wie ich auch in der Präsentation geschrieben habe, für Babys sind logische Zusammenhänge dieser Welt ein völliges Rätsel. Und je mehr sie sich mit den geistigen und körperlichen Fähigkeiten entwickeln, umso klarer wird es dann auch alles. Und sie erkunden die Umwelt. Und es ist natürlich auch da wieder mit Enttäuschungen und Tränen verbunden, weil Lernen natürlich eine Art von Herausforderung ist. Und gerade beim Thema logische Zusammenhänge ist es natürlich sehr einfach zu entdecken, dass die Kinder dann große Herausforderungen haben. Ich habe im Kindergarten erlebt, dass ein Bub eine Raupe, eine wirklich große Raupe, durchgeschnitten hat. Und wir waren anfangs ganz schockiert und haben jetzt gar nicht gewusst, weil der Bub war 6 Jahre und war eigentlich überhaupt nicht so in dieser Phase drinnen. Und wir haben ihn dann gefragt, was er damit machen wollte oder was ist. Und er hat gesagt, ich wollte schauen, wie sich das schneiden lässt. Und in dem Moment, wenn man dachte, ah, ich muss das jetzt irgendwie anders besprechen mit ihm, weil er auch ehrlich erzählt hat, worum es ihm gegangen ist. Und manche Zusammenhänge finden wir als Erwachsene vielleicht gar nicht logisch und schauen zu und denken uns, warum macht das Kind das jetzt? Aber diese Freude dahinter und das Entdecken ist ganz wichtig, auch wenn man die Kinder dann bei den Enttäuschungen oder bei dann wieder ganz gut begleiten soll. Und je mehr die Kinder im Spiel experimentieren dürfen, desto klarer wird ihnen die Umwelt und sie haben auch viel mehr Freude am Entdecken. Wenn man das Erfahrungsraum und den Lernraum sehr einschränkt, dann läuft man auch Gefahr auf als Elternteil oder als Erwachsener, dass die Kinder sich dann genau in den Situationen, wo man nicht hinschaut, dann vielleicht irgendwohin gibt und dann schaut, ob das Wasser nach unten läuft oder ob man das gut transportieren kann. Und dann passiert das, was nicht passiert, das Badezimmer steht unter Wasser. Wenn die Kinder die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Gefäßen zu pritscheln und da wirklich die Erfahrung zu sammeln und zu spielen, dann können sie später auch mit den Erinnerungen und mit den Erfahrungen die Umwelt klarer sehen. Mein Neffe hat meinem Bruder geholfen beim Betonieren und beim Bauen und beim Ziegel zerschlagen. Im Moment natürlich alles mit Sicherheitsschutzbrille und alles begleitet. Das ist das Allerwichtigste. Meine Nichte sieht man oben beim Putzen. Das ist überhaupt eines der wichtigsten Gedanken zum Spiel. Gerade wenn die noch jung sind, sie wollen einfach das ausprobieren, was wir Erwachsene ihnen zeigen. Sie ahmen nach, sie wollen auch Erlebtes verarbeiten und sie sehen ja auch Mama, wie sie durch das Haus bewegt und dann wird es nachgespielt und nachgeahmt. Mein Neffe sitzt unten im Bobbycar und schiebt da ganz eifrig hin und zurück und hat da eine wichtige Ladung mit. Und das soll man nicht unterschätzen, sondern das ist ein ganz wichtiges Spiel, genau in dem Zusammenhang mit den logischen Zusammenhängen. Weil da ausprobiert wird, wie muss ich mein Fahrzeug bewegen, wie muss ich meinen Körper einsetzen, welche Gegenstände kann ich transportieren. Und das hat sicher nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, aber er hat es immer wieder versucht. Schlussendlich spielen die Kinder deswegen, weil sie mehr über das Leben erfahren wollen. Sie wissen, was sie glücklich macht, befreunden sich mit Menschen, die ihre Werte teilen. Und im Moment schaut es noch so aus, als ob ihr Kind es noch Jahre dauert, bis das Kind diese Fähigkeit braucht, bildet. Aber die vielen Erfahrungen, die es als Kind macht,
in den ersten Lebensjahren bilden genau dieses Fundament. Genau dieses Fundament für das Erwachsenenleben, wo sie dann diese Herausforderungen haben, dass wir mit dem täglichen Leben umgehen. Das klingt jetzt sehr groß und sehr mächtig, aber ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass die Kinder im Spiel für das Leben lernen. Man sagt ganz oft, das wirst du später nochmal brauchen. Und in kleinsten Dingen, glaube ich, stimmt es auch so. Und sich genau diesen Herausforderungen zu stellen, steht im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die wir als Erwachsene den Kindern ermöglichen. Und je mehr wir ihnen ermöglichen, desto breit gefächerter sind die Erfahrungen für das Leben und für ganz komplexe Zusammenhänge. Hier habe ich bewusst alltägliche Spielsequenzen reingegeben. Meine Nichte beim Keksebacken, passend zum Thema, es ist Advent. Wenn man noch keine Kekse gemacht hat, kann man ja mit den Kindern mal Kekse backen. Da steckt ganz viel drinnen. Man kann gerade die Begriffs- und die Wortschatzbildung, wenn man möchte, kann man da so viel reinstecken. Oder man kann einfach genussvoll den Teig kleben, gemeinsam Zeit verbringen und die Kekse ausstechen und gemeinsam essen. Viele Kinder fangen dann an, die Sterne in dem Fall zu zählen oder sie fangen an, das zu sehen. Und genau da beginnt dann wieder das Spiel und das Lernen. Das ist unmittelbar miteinander verknüpft und kann man auch nicht so trennen, wie wir das jetzt im Erwachsenenalter sehen. Wir setzen uns hin und spielen. Sagen wir, das Spiel des Lebens. Dann gehen wir in die Arbeit. Und für die Kinder ist genau diese Arbeit das Spiel und im Spiel lernen sie. Meine Nichte hat da wohl ihren eigenen Körper ein bisschen entdeckt und hat ein bisschen geschaut, wie sich das so anfühlt. Und am letzten Bild sieht man, das bin ich mit meiner Nichte und mit meinem Neffen. Da ist auch das Kuscheltier immer dabei, die wir gemeinsam gegossen haben. Und aus dem kann man auch wirklich wertvolle Spielsequenzen machen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, zum Abschluss der Präsentation, dass es natürlich nicht das Einzige ist, das Spiel, wo die Möglichkeit da ist oder die Chance da ist, Kind diese Fähigkeiten zu vermitteln, die es als Erwachsener braucht. Aber ich bin der ganz wirklich der Überzeugung, dass das Lernen im Spiel einfach Spaß und Freude macht. Und mit zunehmendem Alter wird das Spiel dann auch ausgefeilter und komplexer. Es wird auch fordernder und anspruchsvoller und vor allem wird differenzierter. Denn jedes Kind entwickelt verschiedene Interessen, jedes Kind hat andere Erfolgserlebnisse und hat andere Stärken. Und genau in dem werden die Kinder dann immer wieder weiter die elementaren Fähigkeiten erweitern. Und vor allem ist es wichtig, dass die Kinder das im eigenen Tempo machen. So wie wir Erwachsene uns das vorstellen, wie die Kinder im Spiel lernen sollen, so wird es selten bis gar nicht funktionieren. Wir werden oft überrascht, wenn die Kinder dann so diese Aha-Effekte haben. Manche Kinder nach zwei, dreimal, andere brauchen vier, fünf Wiederholungen. Aber so soll es sein. Das Kind soll die Zeit haben, im Spiel das Leben zu lernen. Und so haben wir den wesentlichen Anteil daran, indem wir gemeinsam spielen. Und dieser Lernprozess im Spiel soll von uns Erwachsenen ganz intensiv und ganz ernst und authentisch begleitet. Ich hatte wie sagt man da eigentlich? Ich hatte die Ehre oder die gute Möglichkeit, dass ich zwischen Möglichkeit, danke, aufgewachsen bin auf einem Bauernhof, wo rundherum Wald und Wiese war. Das ist das mittlere Bild, ist unser Feld. Das Glück in dem Fall, ne? Ist wirklich Glück und ich lerne, also ich habe es wirklich schätzen gelernt. Und man kann auch die Natur
erleben, auch wenn das jetzt nicht die eigenen Felder sind oder die eigenen Wiesen sind, natürlich ist ein bisschen was anderes, aber auch in der Natur wirklich spielen und rausgehen und viele Sachen machen. Links sieht man meine Schwester mit einer Handpuppe. Mein Neffe war sehr fasziniert. Und rechts unten ist mein Papa mit meiner Nichte in einem Rollenspiel. Und ich denke, wenn wir ein bisschen darauf schauen, dass wir auch noch dieses Spielen leben und dieses Neue, das Neue zu entdecken, weil im Spiel lernen wir natürlich auch von den Kindern, dann können wir wirklich den Kindern sehr viel Freude mitgeben und sehr viel elementare Fähigkeiten, die sie dann fürs Leben brauchen können. Dankeschön. Danke für die ausführliche Erklärung. Ich habe heute übrigens noch nachgeschaut, woher das Wortspiel überhaupt kommt. Das kommt vom Althochdeutsch Spiel und also SPIL für Tanzbewegung. Und das steht für eine Tätigkeit, die allein aus Freude an der Ausübung gemacht wird. Also finde ich auch interessant. So, Bibi Langstrumpf meldet sich zu Wort. Kann er dann mal die ihm oder ihr, wissen wir ja nicht, das Wort geben. Ah, da unten, okay, wir haben jetzt zwei Fragen, die eigentlich genau auf zwei Enden vom Spektrum sind. Sollen wir die jetzt gleich machen oder machen wir noch unser Spiel? Machen wir die Fragen, oder? Gerne. Die eine ist nämlich, wann und wie lernen unruhige und quirlige Kinder Geduld und Ausdauer? Und die andere ist, unsere Tochter ist ein sehr vorsichtiges Kind. Gibt es Mut- und Spannungsspiele? Die erste Frage, wann und wie unruhige und quirlige Kinder Geduld und Ausdauer lernen, ist eine sehr spannende Frage, weil da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Ich als Sonder- und Heilkindergartenpädagogin bin oft mit diesem Thema konfrontiert und kann sagen, je intensiver wir uns damit beschäftigen, Geduld und Ausdauer lernen sollen, desto weniger wird es funktionieren. Im Spiel heißt das, die Kinder brauchen ein gutes Gleichgewicht zwischen Spannung und Entspannung. Ganz wichtig für quirlige und unruhige Kinder ist die Körperhaltung. Je nachdem, wie die Kinder am besten sitzen können, wie die Kinder, manche mögen zum Beispiel auch liegen, auch bei Würfelspielen, dass sie liegen gern am Bauch, aber da haben sie die meiste Körperspannung und das angenehmste Gefühl und können sich auf das jeweilige Spiel konzentrieren. Oder man schaut, dass die Kinder auf einem Sessel sitzen, wo sie mit den Füßen auf den Boden kommen. Das ist ganz wichtig, gerade für quirlige und unruhige Kinder. Ich habe auch immer geschaut, dass die Kinder, wenn es noch sehr junge Kinder sind, Körperkontakt mit mir haben. Aus dem Grund, weil sie sich dann auf ihren eigenen Körper, auf die Körpergrenze nicht so intensiv konzentrieren müssen und dann auf das jeweilige Spiel sich einlassen können. Und die Geduld und die Ausdauer ist für mich so, dass ich mir denke, man kann das immer wieder steigern. Das heißt, man kann jedes Spiel x-beliebig an Schwierigkeit steigern oder auch leichter machen. Das heißt, wenn ich schon weiß, das Kind wird nach 3, 4 Runden Memory unruhig, dann fange ich einfach mit einer kleineren Dosis an. Und dann hat das Kind ein Erfolgserlebnis und beim nächsten Mal gebe ich noch ein paar dazu oder noch ein paar dazu. Ich würde die Spiele ein bisschen verändern. Ich glaube, man muss ein bisschen kreativ sein, dass man die Spiele so verändert, dass es für die Kinder gut passt. War das klar? Gib dir nur den Chat, um das zu beantworten. Warte mal, es kommt eine Antwort. Die andere Frage hast du noch am Bildschirm sozusagen? Ja, natürlich gibt es Mut- und Spannungsspiele. Die Frage ist, das vorsichtige Kind ist deswegen wahrscheinlich vorsichtig, weil es vom Temperament her so ist. Und ich weiß nicht, inwieweit man mit Spielen dann Kinder so verändern soll, damit sie jetzt mutiger werden.
ob das nicht eher in die Richtung Selbstwertgefühl und mutig sein. Und ob da jetzt das Spielen das Richtige ist, kann ich jetzt nicht wirklich mitteilen, weil ich glaube, dass man da gerade beim Spiel Erfolgserlebnisse braucht. Und wenn dann jetzt die Latte sehr hoch ist, ist es genau für ein vorsichtiges und unsicheres Kind dann noch umso schwerer, dass es dorthin kommt. Spannungsspiele im Sinn von die Pippi Langstrumpf war das, oder? Ja, genau, ja. Ja, genau. Glaube, da muss man ganz sensibel und Im Sinne von Mut. Also ich glaube, dass ich finde das schon richtig, was du gesagt hast, dass das Temperament da schon auch mitspielt und dass man natürlich nicht alles jetzt immer so beeinflussen kann oder auch soll oder will oder muss. Glücksspiele. also gerade mit 7-jährigen Kindern ist ja dann so, dass sie sich gern mit Gleichaltrigen messen. In dem Alter ist es ganz wichtig, dass die Kinder da einen guten, ob es jetzt ein Freundeskreis oder ein Bekanntenkreis ist, da könnte man, wenn man es unbedingt möchte, probieren, dass die Kinder da ein bisschen mutiger werden und vielleicht gemeinsam dann am Spielplatz unterwegs sind oder in den Wald gehen und man ist nicht gleich hinterher, dann kann man da den Mut ein bisschen steigern. Was jetzt nicht unmittelbar damit zu tun haben muss, dass man das jetzt nicht bangt oder nicht kontrolliert, sondern dass man da ein bisschen das unterstützt und die Freude vom Kind unterstützt. Suchen sich eigentlich Kinder auch bewusst Spiele aus nach ihren gerade aktuellen Entwicklungsthemen? Das fällt mir dazu ein. Also kann man umgekehrt durch Beobachten, was das Kind gerne spielt, auch sehen, wo es gerade vielleicht sich weiterentwickeln möchte oder gerade dran ist, einen Schritt zu machen? Ich bin vollkommen der Überzeugung, weil wenn ich als Sonderkindergärtnerin in die Gruppen gehe und mir einen Plan zurechtlege, ohne dass ich es besprochen habe oder ohne dass ich jetzt an das Spiel gedacht habe, bringen genau die Kinder das, was ich mir geholt hätte. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass sie bei mir Vertrauen spüren und die Ruhe spüren und sie wissen, man kann das einfach wiederholt spielen und ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, wenn man da gut beobachtet, kann man da viel herausfinden. Ich würde sagen, wir spielen mal kurz selber, weil sonst geht sich das dann schwer aus. Gerne. Kommen, dürfen ruhig noch weitere Fragen kommen, aber ein bisschen Zeit haben wir dann auch noch. Also wir haben jetzt noch 17 Minuten, aber nachdem du das so schön vorbereitet hast, möchte ich nicht, dass das verloren geht. Chat ist eh auch weiterhin da. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ein kleines Spiel zu spielen. Deswegen habe ich gesagt, wer heute noch nicht gespielt hat, der kommt jetzt um 20:59 Uhr doch noch dazu. Wer hätte das gedacht? Wir spielen miteinander DALLY-Click. Ich sehe nur den Bildschirm von mir, das heißt, die Katja muss Genau. das ein bisschen steuern. Es geht jetzt darum, es wird immer sichtbarer, das Bild, in diesem bunten Ding ist ein Bild, ein Foto, und es wird immer sichtbarer und wer es als Erster errät, bitte einfach in den Chat hineinschreiben, was ihr glaubt zu sehen. Und ich werde dann sagen, wer es als Erster erkannt hat. Und die Babsi wird einfach Schritt für Schritt das Bild freischalten. Danke für die Frage, die werde ich gleich hinüberkopieren. Die wird nicht verloren geben. Aber jetzt spielen wir mal, genau. Wer kennt schon was? Ja, Wolfgang war der Erste mit Teddybär. Das war schnell. Das war Vorbei. schnell. Ich hoffe, es wird noch schwieriger. Ich mache es langsamer. Was langsamer, genau. Mehrere. Biptrumpf hat, glaube ich, ups, alle haben das jetzt. Puppe. Pippi Langstrumpf hat Hier. gewonnen. Ja, die Frage steht jetzt im Raum. Ihr könnt das entweder da oben auf diesem Whiteboard beantworten oder im Chat, was für euch leichter ist. Ja, ich denke mal, wir können beides machen. Chat schreibt sie einfach rein und am Whiteboard oben müsstet ihr auf dieses T klicken und dann könnt ihr auch was schreiben. Auch aus alten Socken kann man dann.
Steckenpferd machen, genau. Was habt ihr beim Spielen an euch bemerkt? Bei diesem Spiel jetzt? Ehrgeiz, Körperspannung, Lust am Gewinnen, Aufregung, positive Aufregung, Wachheit. Du siehst das eh, gell, Babsi? Weil du hast ja den großen grünen Pfeil. Ja, soll ich das schon machen? Spiel und Spannung gehören zusammen, nicht nur beim Überraschungsei. Lust zum Gewinnen. Ich denke, du kannst es schon kommentieren, weil wir haben jetzt nur mehr 10 Minuten. Ist mir nicht so. Aber dann mal, dass ich neugierig geworden bin. Wieder schreiben alle übereinander, gell? Hat dann mal, ich höre das ein bisschen. Das ist schwierig. Ich möchte mit der Wachheit beginnen. Oh. Ups. Entschuldige, es ist noch da, keine Sorge. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber jetzt ist es wieder da. Ist nur leider trotzdem ein bisschen übereinander, gell? Wachheit beginnen. Das ist bei Kindern auch so. Wenn sie im Spiel sind, sind sie aufmerksam, sind sie wach, sind sie bei dem Spiel, sind sie konzentriert, auch wenn es für uns manchmal gar nicht so ausschaut. Manches Mal sind sie auch so vertieft, aber gerade diese erhöhte Körperspannung da oben und dieses Wachsein und die positive Aufregung sorgt dafür, dass sie aktiv sind. Und wenn das Gehirn aktiv ist, dann kann man ganz viele Sachen ganz gut lernen und ganz viele Erfahrungen machen. Und das freut mich, dass der Spaß auch noch dasteht, weil gerade durch die Spaß und Freude kann da ganz viel Positives mitschwingen. Und dieses Mitfiebern und Spaß haben ist dann wirklich auch so, dass man miteinander spielen kann, ohne dass man sich jetzt, ah, das steht sogar. Man kann miteinander spielen, ohne sich zu kennen. Und man hat ein gemeinsames Ziel, man hat eine gemeinsame Herausforderung und man probiert mit allen seinen Sinnen, mit allen Fähigkeiten, die man zuvor gelernt hat, mit allen Fertigkeiten, diese Spannung und diese Entspannung zu erleben. Die Lust am Gewinnen ist, glaube ich, bei Kindern auch ganz wichtig. Mit verbunden mit der fokussierten Vorfreude, dann natürlich der Ehrgeiz. Wenn einem der Ehrgeiz packt, dann möchte man gewinnen und möchte man dabei sein. Und hat man auch eine bestimmte Freude, die dann hoffentlich auch in das Gewinnen übergeht, nicht nur in den Ehrgeiz. Ich kann das darunter nicht gut lesen. Dass ich neugierig geworden bin, meinst du das? Noch Drunter. mehr Bilder wollte, noch mehr Bilder wollte. Ja, es gibt sowas Ähnliches wie das Dali Kick auch für Kinder zu kaufen, nicht in der elektrischen Version, in der elektronischen Version, sondern aus Holz, wo man hinten verschiedene Bilder reinstecken kann und vorne gibt es Türchen zum Öffnen und dann kann man mit den Kindern auch Dali Kick spielen. Und das ist ganz spannend, weil da sind gerade oft Bilder verwendet, die sich sehr ähnlich sind. Und da achten die Kinder dann ganz intensiv auf Details und schauen dann wirklich ganz genau nach. Wie heißt das? Oder das? Genau, das heißt sogar, also bei uns, also ich kenne eines, das heißt Kick. Das heißt Okay. wirklich so. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen googelt oder ein bisschen schaut, findet man das auch gut heraus. Manches Mal sind vorne auf den Kasten auch Farbpunkte drauf und man kann das auch noch sogar als Würfelspiel dann spielen. Was dann natürlich auch sehr spannend ist. Klappe auf, heißt es auch. Ah, danke. Klappe auf. Danke, danke. Wir haben noch eine Frage, wenn ich schon darf. Oder bist du noch beim Kreativität? Haben wir da noch? Kommt in Fahrt. Wolltest du hier noch? Okay. Keine drei Farben lässt Lust am Spiel verlieren. Okay.
Ich vergesse alles andere mit Fiebern. Ich habe zwei Fragen aufgehoben von vorher. Ja? Ich möchte nicht, dass mein Kind mit Spielwaffen spielt. Ist das für die Entwicklung des Kindes wichtig oder kann ich das Spielen verhindern? Spielwaffen ist immer eine grundsätzliche Frage, woher kommen die Spielwaffen? Oft basteln sich die Kinder die dann selber. Das sehe ich dann schon ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, als wenn man jetzt den Kindern eine Spielwaffe kauft oder wenn es die zum Geburtstag kriegt oder so, ja. Und ich glaube, ganz verhindern kann man es nicht. Aber ich handhabe auch im Kindergarten so, dass wir miteinander dann gemeinsam was anderes bauen. Was ich aber schon, zum Beispiel diese klassischen Äste und Stocker, wenn sie im Garten spielen, ich glaube, das ist ganz wichtig für die Entwicklung, weil man lebt das auch vor und man sieht ja immer, wer ist der Stärkere und die kämpfen. Und diese Themen, das ist ja alles, hat ja ein bisschen auch mit Kräftemessen zu tun. Bei den Waffen ist jetzt nicht ganz so intensiv, aber gerade diese Entwicklung, dass man schaut, welche Spielintentionen gibt es, dann müsste man jetzt gerade jetzt von den Medien das alles fernhalten und das geht auch fast gar nicht. Man kann es steuern, man kann es als Elternteil wirklich fokussiert betrachten und man kann schauen, ob man die Spiele so umlenken kann, zum Beispiel Zielschießen, dass man jetzt nicht eine Spielwaffe verwendet, sondern dass die Kinder dann Bälle haben, verschiedene kleine, große Tennisbälle, dass sie dann dieses Zielschießen und dieses, ich fokussiere mich auf ein Ziel und möchte das jetzt treffen, dass man das umlenkt und mit etwas anderem kompensiert. Das könnte man in dem probieren. Was ich auch selber beobachte, ist, dass es für Burschen einfach interessanter ist als für Mädels. Und ich weiß nicht genau, wie oder woher das wirklich kommt. Es ist ganz oft Thema. Aber ich glaube, dass man selber schon entscheiden kann als Mama, ob man das möchte oder als Papa, ob man das möchte oder ob man das einfach nicht möchte. Verhindern kann man das nur dann, wenn man im Spiel mit dem Kind ist. Wenn das Kind jetzt irgendwo auswärts ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger und kann man dann auch nicht mehr so kontrollieren. Okay, wir haben noch 3 Minuten, falls noch eine Frage kommt, sonst muss ich eh schon zum Feedback übergehen. Aber wenn noch eine dringende Frage ist, Chat ist jetzt rechts. Ich habe nur auch gleichzeitig schon die Feedback-Frage hergestellt für die, die schon drauf Upsi. sind. Also es gibt schon noch die Möglichkeit, was zu fragen. Da ist noch eine Frage von Lilith. Ab welchem Alter ist es sinnvoll, dass Kinder immer die Möglichkeit haben, mit anderen Kindern zu spielen? Also, dass man sie in die Krippe oder den Kindergarten gibt. Es gibt jetzt nicht das richtige Alter, weil die Kinder ein Entwicklungsalter haben und es muss nicht dem Lebensalter entsprechen. Ein Kind reagiert so auf den Kindergarten, das andere reagiert so. Auch im Kindergarten spielen die Kinder am Anfang für sich alleine, dann spielen sie nebeneinander und dann spielen sie erst miteinander. Aber das gehört zur Entwicklung dazu. Und gerade in der Krippe ist es wahrscheinlich noch sehr intensiv, das Thema, dass da zuerst einmal auf sich selber geschaut wird und vielleicht gemeinsam gesungen wird oder gemeinsame Fingerspiele gemacht werden. Da kann man dann so ein bisschen auf das eingehen. Das ist jetzt schwierig zu sagen, ab welchem Alter das wirklich sinnvoll ist, weil es aufs Entwicklungsalter des Kindes drauf ankommt. Und danke, Babsi. Bitte gerne. Danke, Katja, fürs Moderieren. Ich sage danke, dass ich das erleben durfte und machen durfte. Ja, und nachdem dann noch ein paar Dinge kommen, die heute mitgenommen werden, Bestätigung, dass man auf einem guten Weg ist, das ist auch was Feines, wenn man das mitnehmen kann. Die Alltagsspiele wieder vielleicht ein bisschen mehr einbinden, dass man auch Lust am Spielen jetzt hat. All das ist fein, wenn ihr das mitnehmen könnt. Und ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und freuen uns natürlich auch,
wenn wir einander vielleicht einmal an einem oder anderen Ort auch bei einer Präsenz-Analog-Veranstaltung sehen, wo man sich auch sozusagen Auge in Auge gegenüber sitzen kann. Und wenn ihr auf der Suche nach diesen Sites findet, für das unter dem jetzt eingeblendeten Link ganz leicht. Da gibt es einen Veranstaltungskalender und da sind viele der Marke-Veranstaltungen einfach zu finden. Ich wünsche noch einen schönen guten Abend und herzliches Dankeschön. Bis Ja, zum nächsten Mal. schönen Abend, schöne Weihnachten. Ebenfalls, ja, genau. Frohes Fest.